Auf geht's, weiter hier. Feldweg gebaut, bitte noch einen Namen dafür. Was hatten wir gebaut? Gemüse, ne? Ja. Das hier ist die Karottenkasse. Ja, stimmt nicht, ne? Da ist so ein Tippfehler drin. Habe ich hier nicht Gemüse gemacht? Doch, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe nicht irgendwo... Irgendwo habe ich Gemüse. Ich habe irgendwo einen Tippfehler hier. Oh Gottes Willen, Karottenkasse. Das wird doch gar nicht mit K geschrieben. Es tut mir furchtbar leid. Ganz schrecklicher Tippfehler. Ich bitte herzlich um... Das ist mir ausgesprochen peinlich. Das wird heißt natürlich... Karottengasse. So wird es richtig geschrieben. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich hoffe, dass ich weiß, solche Rechtschreibfehler triggern manche Leute von euch. Ich werde darüber schier wahnsinnig. Ich habe alles korrigiert jetzt. Alles korrigiert. So, dann bauen wir hinten auch noch etwas an. Achso, da können wir noch ein bisschen Feintuning betreiben hier. Möhrenmeile, auch sehr hübsch. Ich mach mal das Snappen hier weg. Das haben wir gebaut und jetzt bauen wir hier oben noch die Ultimate Edition, werde ich gerade gefragt, von Scholto. Das ist mit Season Pass. Also wenn du dir sicher bist, Black Panther, danke fürs Cheeren an unseren Matthias. Wenn du dir sicher bist, dass dir das Spiel gefällt und dass du dir auch die DLCs holen willst, dann ist die Ultimate Edition natürlich die preiswertere Variante, falls du dir jede der nächsten Erweiterungen zum Release auch holen möchtest, weil dann in, ne, weil da ist halt quasi, das ist quasi die verbilligte Version, weil man die im Paket frühzeitig kauft. Wenn du dir nicht sicher bist, dass das Spiel dir gefällt und dir nicht sicher bist, dass du jede Erweiterung zum Release kaufen wirst, dann vielleicht nicht. Aber schau dir mal einfach, die Links werden immer wieder auf Twitch gepostet oder du schreibst mal Ausrufzeichen Game in den Chat rein. Dann wirst du weitergeleitet auf die Games Planet Seite und eine der beiden Versionen dort ist die Ultimate Edition und da ist auch aufgelistet im Text, was an Erweiterungen angekündigt ist, was die beinhalten wird. Da kannst du mal gucken, ob dich das anmacht. Wäre meine Empfehlung. So, jetzt wollen wir noch einmal Textilien hier hinten hinsetzen. Also heute ist der Wurm drin, oder? Warum wird mir das denn nicht grün hier angezeigt, wo die hinkommen sollen? Dahin und hier oben hin. Das müsste eigentlich automatisch angezeigt werden. Einmal hier vorne noch hin. Ich glaube, das hätte ich etwas weiter nach oben setzen sollen. Ne? Kann ich das noch schieben? Ja. Nee, das kann man nur abreißen. Das ist doof. Kann man nicht verschieben. Viele Gebäude kann man verschieben, aber die nicht. Also eigentlich sollte alles im Bereich der... Alles, was dunkelgrün ist, im Bereich des Kreises sein. So kann man es machen. Jetzt sieht man den Bereich, innerhalb dessen angepflanzt werden soll.
editieren wir das noch einmal. Und jetzt passt es. Brauchen wir einen Straßenanschluss natürlich, sonst gibt es Ärger. Da könnten wir auch erstmal einen Feldweg rüberziehen. Wir nehmen den hier. Da machen wir einen Feldweg draus. Dann geht's hier vorne lang, bitte. Die armen Bäumchen. Die müssen hier weichen. Das kann ich, bringe ich nicht übers Herz. Jetzt verschwinden die Warnhinweise, weil mit der Verlegen der Straßen automatisch auch der Stromanschluss und der Wasseranschluss und der Abwasseranschluss. Abwasseranschluss kommt. Christian fragt euch, wie verdient man in Cities Skyline 2 am meisten mehr Geld oder am besten Geld? Was wollt ihr für Tipps geben für Christian? Was sind die besten Möglichkeiten, um an Money zu kommen? Money, Money, Money bei Cities Skyline 2. Also ich kann... Oh, wir haben, glaube ich, zu viel... Es wird zu viel Wasser verbraucht insgesamt. Wasserverfügbarkeit, Leistung? Nee, das stimmt. Gibt es woanders auch noch... Überall sind Wasserprobleme. Eieiei. Wahrscheinlich irgendwo ein Leitungsproblem. Irgendwo ist ein Problem... Mit der, dass irgendwo Wasser wird von hier geleitet und hier sind wahrscheinlich die Rohre überbelastet hier. Da könnten wir dran arbeiten, indem wir einen, einen Bypass machen. Also eine Kurzstrecke machen. Oder wir setzen ein zweites von diesen Abwasserteilen, weil die sind relativ billig. Die beiden hier, die kosten im Unterhalt... 10.000 im Monat, das ist fast nichts. Wir könnten einen zweiten hier oben bauen. Hier unten, da müssten wir eine Straße hier vorne haben, die dann dahin führt. Sollen wir das machen? Und dass das Wasser nicht von der Stadt her geliefert werden muss, sondern hier hochgepumpt wird? Ich glaube, das kann man machen. Hier unten hin. Oh Gott, wie soll man denn das Wasser hier holen? Hier kann man das Wasser holen. Da geht das. Da geht das. Können wir sogar das Abwasser reinleiten. Einmal die Wasserpumpstation über Seen oder Flüsse. Das ist die Wassergeschwindigkeit. Die Fließrichtung. Ja. Hier machen wir das. Und dann mal noch zum zweiten. Ein Abwasserabfluss. Kostet 25.000 im Monat. Ein Stückchen weiter unten. Legen wir hier hin. So, dann ziehen wir eine Straße hier lang, einen kleinen Feldweg. Hier snappen wir dran. Da oben geht's bitte hin. Ein Feldweg, wo die Leute auch spazieren gehen können. Das ist für Touristen, die sehen wollen, wie gut wir mit der blühenden Natur und der Umwelt hier umgehen. Dafür ist das da. Das hat malerische Gründe, wie wir hier bauen. Ein WB würde niemals die Umwelt verschandeln. Ich verschanze mich gerade hinter dummen Sprüchen, ich weiß ja. Jetzt einmal hier rauf.
Vielleicht können wir sogar einen Wanderweg hier machen. Oh, ich weiß, wie wir es machen. Ich habe eine gute Idee. Aber wir machen einen kleinen Wanderweg hier oben rauf. Das ist zu steil. Können wir eine Serpentine machen? Hier schräg hoch. Das können wir machen. Der Baum ist eh schon tot. Der weiß, was ihm blüht. Ein kleiner Wanderweg hier. Snappen machen wir einmal weg. Dann docken wir hier hinten an. Hier an den Kreisverkehr. Der geht jetzt über. Jetzt geht es gerade weiter. Ich mache mal von oben. In eine normale Straße erstmal. Mit Snappen. Und eine vierspurige. Hier können wir noch mehr Industrie gleich machen. Weg. Einmal so. Da können wir jede Menge Industrie nachher noch ziehen. Hier können die runterfahren, falls sie per Güterzug irgendwo hin wollen. Und hier kann man den Güterzug Endstation für Warentransporte außerdem noch benutzen. Und hier gibt es die Straßenverbindung für die Damen und Herren her. Wir hatten schon mehrfach Winter, genau. Da ist viel Schnee hier. Wie baut man Brücken, Seven Ducks? Welche Art von Brücken denn? Also ich habe selber zweite Klasse Grundschule einen Leistungskurs gehabt im zweiten Halbjahr als Zahnarzthelfer. Ja, ich habe da ein Praktikum gemacht und da haben wir unter anderem gelernt, da hatten wir einen Ausflug gemacht in ein entsprechendes Labor, wie man Brücken baut. Damals war man natürlich noch nicht so weit wie heute. Ich bin dann ein bisschen älteres Semester, heutzutage arbeite ich, glaube ich, viel mit Keramik, zwischendurch mit Gold. Wir haben damals mit Eisen noch gearbeitet und mit Blech. Ja, aber hat viel Spaß gemacht. Ein bisschen kenne ich mich mit dem Thema Brückenbau aus. Wenn du genauere Tipps haben möchtest, ich könnte auch mal bei irgendeinem Stream so ein paar Brücken mir von euch einsenden lassen und dann öffentlich zeigen, wie man die richtig pflegt und umbaut und modelliert und so. Oder wolltest du mich was anderes fragen? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Nee, Brücken baut man, ich zeig's dir mal. Entschuldigung, ich muss mir das abgewöhnen, Zuschauer zu veräppeln. So baut man Brücken. Man setzt hier an und zieht die rüber und dann sind die auf der anderen Seite. Solche Brücken. Ne? Oder man nimmt fertige Brücken, die gibt es teilweise auch, so besonders edle. Aber je größer die Straße oder die Eisenbahn, im Prinzip kann man die auch einfach rüberziehen. Ja, nach meiner Erfahrung. Ich hoffe, ich habe deine Frage nicht allzu verwirrend beantwortet. Hier vorne kommt jetzt gleich das Wasser hoch. Das sollte auch klappen. Abwasser hier auch.
Eigentlich sollte gleich die Wasser... Ah, hier haben wir noch nicht die Verbindung gemacht. Schreck. Ich sah ganz furchtbar hier aus. Immer diese Ecken. Diese Ecken müssen weg. Das kriege ich ihn besser hin. Unfassbar hier. Na, geht doch. Sehr schön. Und jetzt sollten gleich die Wasserprobleme Geschichte sein. Hallo? Ich sagte die Wasserprobleme, ja, und Abwasserprobleme gleich auch. Wir haben hier vorne allerdings keine Müllabfuhr und wir, Leute, wir brauchen dringend ein weiteres Straßenwartungsmeisterei-Depot-Stützpunkt-Basisgebäude. So heißen die, glaube ich, ja. Ich hoffe, ich habe die richtig aus meiner Erinnerung herausgekramt. Die brauchen wir auf jeden Fall, damit die Straßen hier gewartet werden, ja. Weil der Begriff kommt übrigens daher, wenn die Straßen nicht gewartet werden, sind die in einem schlechten Zustand. Es gibt oft Pannen, Unfälle und dann muss man auf den Straßen öfter warten. Daher kommt der Ausdruck Straßen, dass Straßen gewartet werden müssen. Ja? Viele Leute denken, das käme woanders her, aber das kommt wirklich daher. Ja? Damit man nicht warten muss, müssen die gewartet werden. Willkommen bei WB. Kleiner Germanistikkurs, gerne. Ich mache immer wieder ein kleines bisschen Allgemeinbildung, ja, lasse ich hier einstreuen. Und vor allem ein Test immer drauf, ob ihr jeden Scheiß im Internet glaubt, den man euch erzählt. So, dann machen wir weiter. Straßenmeisterei, wir könnten hier vorne eine bauen. Wisst ihr was, wir definieren hier mal einen Bezirk. Und dann weisen wir der örtlichen Straßenmeisterei zu, dass nur hier. Und wir machen, ich habe noch nie mit Bezirken gearbeitet. Wir machen mal einen Bezirk und alles, was wir hier vor Ort haben an Polizei und an Feuerwehr, den geben wir den Auftrag nur hier, sich um alles zu kümmern. Und den Rest der Stadt machen wir zu einem riesen Restebezirk. Dann weisen wir allen Dienstleistungsgebäuden dort oben zu, dass die auch nicht hier hinfahren sollen. Einverstanden? Ich finde die Idee gerade okay, das machen wir mal. Fregel. Psy, Fregel, wolltest du nicht aufhören, deine Zuschauer zu veräppeln? Ja, ich sag viel, wenn der Abend jung ist. Ja, ja. Sowas sage ich des Öfteren. Meine Bildung sei eine Unsinnsbildung, meint Mr. Pepelius Claritas. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir machen mal einen Bezirk hier vorne. Bezirksplanung. Oh Gott, wo ist das? Ist das hier Flächenplanung? Ja. Bezirkserstellungswerkzeug. Jetzt definieren wir hier mal einen Bezirk. Kann man den eigentlich nur auf den Straßen einstellen? Nein, überall. Wisst ihr was, wir machen hier mal einen ganz großen Bezirk. Wir gucken mal schon mal vorsorglich, wo die Ressourcen sind. Wir nehmen die gesamte Seite hier. Ein Riesenbezirk. Kann man hier drauf gehen? Ja, es geht. Das ist alles Bezirk hier bei mir. So weit, wie ich komme. Ein Bezirk. Jetzt geben wir dem. Ich glaube, den Bezirken kann man auch Namen geben, ne? Haben wir dem einen Namen gegeben oder ist das nur der Bezirk hier? Wo ist die Übersichtsverwaltung über die Bezirke? Ich habe schon mal Bezirke gemacht vor Release in meiner Pre-Release-Version. Das liegt Jahrzehnte zurück, wenn nicht gar wenige Tage. Ihr habt das auch noch nicht gefunden. Ja toll, danke. Große Hilfe.
Andreas, sehr freundlich, danke dir. Im Wald steht der Name. Im Wald steht ein Name. Das ist Sonnenstedt, tatsächlich. So, und wo ist die Bezirksverwaltung? Kann ich den Namen anklicken? Yeah. Einmal den Namen anklicken. Und die nehmen jetzt erstmal einen schönen Namen, nämlich den Namen. Industriepark. Alles, was hässlich ist, wird heutzutage gerne Park genannt. Ja. Industriepark, Industriegebiet, Industriegebiet, weit weg. Industriepark, andere Flussseite. Industriegebiet, Stinker und Co. Industriegebiet, Gollum. Industriegebiet, ich weiß es nicht. Industriestadt, damit wir die unterscheiden können. Das ist die Industriestadt, ganz weit weg. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den einzelnen Gebäuden wie Polizeiwache Bezirke zuweisen können. Ja. Jetzt hat er automatisch den einzigen, den wir haben, genommen, ne? Ja, einmal zugewiesen. Diesmal wird es auch mit den anderen Gebäuden hier. Das ist die Feuerwehr. Und dann hat man noch irgendein anderes Dienstleistungsgebäude hier. Oder wollten wir das noch? Wir wollten noch eine Straßenmeisterei machen. Industriepark, anderes Ufer. Industriestadt, ich weiß nicht, auch ein schöner Name, ja? Bullabü, als ob das Bullabü ist. Industriepark zur schwarzen Wolke, meint unser Radfahrer. Ja, Offenbach, das ist sehr böse. Rainer, das ist ein sehr böser Kommentar hier. Industriegebiet am Rand, Düsseldorf. Ja, als Kölner finde ich das sehr geistreich. Als Düsseldorfer würde ich sagen, pfui. Industriepark zur schwarzen Wolke. Und jetzt würde ich hier gerne noch eine Straßenmeisterei hinsetzen, damit die andere nicht so weit fahren muss. Und wo die steht, ist relativ egal. Die braucht auch gar keinen so einen guten Anschluss. Können wir auch nachher problemlos verschieben. Könnten wir hier hinsetzen zum Beispiel. Da gehen wir dann auch einen Bezirk. Hey, kann man dir keinen Bezirk zuweisen? Echt nicht? Man kann Industrieparks keinen Bezirk zuweisen? Was? Ehrlich nicht? Ich bin schockiert. Dafür habe ich das Ganze, da habe ich das doch hier gemacht, das ganze Theater. Dann brauchen wir noch eine kleine Müllabfuhr hier, damit die anderen nicht so weit fahren müssen. Eine kleine Mülldeponie, Unterhalt pro Monat bei 30.000, ups. Ja, sollte auch halbwegs zentral liegen, vielleicht hier vorne. Und dann kann man die nachher nicht mehr richtig umbauen, umsetzen, ne? Hier hinten. Dann schmeckt auch das Essen, das hier unten gezeugt wird, etwas besser. Einmal hier vorne hin. Hat allerdings keinen extrem guten Straßenanschluss, aber geht. Das ist ja für hier vorne. Oder weil da eventuell viele Leute arbeiten, hier rein. Hier braucht man viel Platz, um nach hinten raus das auszudehnen. Ich glaube, ich würde es gerne hier rechts hinsetzen. Darüber, wir packen die mal weg. Kann man die umziehen? Ja, einmal umlagern.
Einmal hier hin. Jetzt setzen wir diese Müllgeschichte stattdessen hier vorne hin. Eine Mülldeponie bitte. Dann sollten wir aber die Kurve umändern in was Eckiges, sonst sieht das doof aus, ne? Das war eine, was war das für eine Straße? Eine vierspurige, ne? Jetzt brauchen wir hier noch den Straßenbahnanschluss. Die Gleise nochmal ziehen, bitte. Aufwerten. Und Problem behoben. Ja. Jetzt gibt es hier ein Problem mit der Straße. Da kann man im Augenblick leider nicht helfen. Neue Industrie. Kommt hier der Müll hin. Eine kleine Mülldeponie ins Industriegebiet. Ziehen wir hier noch in den Bezirk hin. Das reicht erstmal zum Start, ja? Schauen wir mal, ob wir dem hier der Mülldeponie ebenfalls einen Bezirk zuweisen können. Ich hoffe, dass ja, Gott sei Dank. Dafür machen wir das ja hier. Prima. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir die gesamte Reststadt erstmal in einen großen Bezirk packen und der Industrie hier vor und einigen zentralen Dienstleistern den restlichen Bezirk hier irgendwie zuweisen. Irgendwann können wir den auch dann aufteilen in kleine Teilgebiete, aber das wäre für den Start, glaube ich, ganz gut. Ja?